Da ist dieser Typ, Quinn, ein Wissenschaftler, der uns schicke Nerd-Technologie schuldet. Schon eine Weile nichts mehr von ihm gehört. Finde raus, ob er noch lebt, ja? Tot oder lebendig. Ich brauche auf jeden Fall die Digistruck-Pläne für dieses Knockhack-Ding, an dem er gearbeitet hat. Diese kleinen Bastard. Wenn in der Info steht, der Wissenschaftler ist hier, dann ist er auch hier. Such weiter! Sie werden es nie lernen. Nicht zurückhalten! Jedenfalls, bevor ich anfing, Selbstgespräche zu führen. Schätze, ich werde mich... Verschwindet, ihr Marleywon-Mistkerle! Ich hab kein Problem damit, ewig hier drin hocken zu bleiben. Samt der ganzen Red-Scheiße oder was immer das hier ist. Quinn, Lorelei hat mir gesagt, ich soll dich am Leben halten. Lorelei? Oh ja, die Atlas-Lady. Mit den Waffen und den Haaren. Okay, ich komme raus. Ja, ja. Ich habe Lorelei eine unglaubliche Waffe versprochen, die nur ich, ein echtes Genie, bauen kann. Eine Nog-Hack-Granate. Deswegen ist Marleywon hinter mir her. Und jetzt. Hier entlang, bitte. Ich muss nur noch ein paar Tests an meinen Nogs durchführen und die Nog-Hack-Granate ist so gut wie fertig. Was? Wo sind meine Nogs? Sie müssen während des Kampfes entkommen sein. Wenn ich meine Waffe vollenden will, brauche ich sie. Zum Glück habe ich einen Plan B. Aber ich brauche deine Hilfe. Ich digistructe ein einzigartiges Fahrzeug in der Nähe. Schnapp es dir! Das hast du gut gemacht. Das Fahrzeug ist ausgestattet mit speziellen, Wissenschaftsfässern, die dank komplizierter Digistruct-Technologie meine Nogs zu mir zurückschickt. Ich habe leider keine Zeit, dir diese Technologie zu erklären. Wir brauchen sie lebend! Setz die Fässer ein!
Ich werde jetzt ihre Anzüge hacken und ein paar Verbesserungen vornehmen, die ich selbst entwickelt habe, um meine kämpfenden Nogadore zu erschaffen. Ich warte bei meiner Konsole auf dich. Lass mich dir erklären, wie Nox funktionieren. Ihre Helme projizieren ein Spiel in erweiterter Realität über die wirkliche Welt. Also denken diese kleinen Idioten, sie würden ein Videospiel spielen. Wir können das Spielsystem beeinflussen, sodass sie ihre Verbündeten angreifen. Lass dich von der Jagd mitreißen. Jetzt muss ich nur noch die Feinderkennungssysteme der Nox umprogrammieren, damit sie Maliwon-Gegner angreifen statt uns. Ich bereite jetzt das Nox-Liefersystem vor. Zeit, die Wetten abzuschließen, Kampffans! Macht euch bereit! Ach ja, hört zu! Ich habe bestimmt nicht umprogrammierte Nox in Arenen gegeneinander kämpfen lassen, damit die Anwohner auf sie wetten können. Echt nicht. Drück den Knopf da, um den ersten Nogador in den Ring zu rufen. Ich nenne ihn El Fuego. Ein Nog verstärkt mit der Macht des Feuers. Alle lieben doch Feuer. Oh, das sollte nicht passieren. Die Spezialverbesserung hatte wohl eine Fehlfunktion. Aber okay, wir haben noch zwei. Ruf den nächsten herein. Den hier nenne ich den Konduktor. So stark wie ein tobendes Blitzgewitter. Was hast du denn da erschnüffelt? Oh je, das hat wohl auch nicht geklappt. Aber ich krieg das hin. Gib mir nur eine Sekunde. Diesmal ganz ohne Schnickschnack. Okay, ruf den letzten herein. Nenne ihn Nogador Maximo. Hoffentlich verlieren wir den nicht auch noch. Ich überprüfe die Systeme. Diesmal hat der Hack einwandfrei funktioniert. Der Nog wird jetzt seine eigenen Verbündeten angreifen. Und gerade rechtzeitig. Das ist der Annäherungsalarm. Maliwon ist wieder hinter mir her. Halte sie auf, während ich Lorelei die Waffenbaupläne sende. Lorelei, ich schicke dir jetzt die Digistruct-Baupläne. Quinn, schön von dir zu hören. Die Daten treffen ein. Datenübertragung läuft. Halte sie auf. Die Kammertype gehört mir. Wie fühlt sich dein letzter... Weiterkämpfen! Los, ihr teuflischen Maschinen!
gesehen. Die sind gut für eure Schnelle. Fertig und meine belegbare Genialität steht außer Frage. Ich für meinen Teil werde meine Nock-Umprogrammierung fortsetzen. Die Einheimischen brauchen schließlich was zum Wetten. ich meinte für die Kriegsunterfangen oder so. Bitte geh jetzt!